141 Weinproduzenten, aber vor allem 141 Familien des Weins. Dies ist die Anzahl, die Brunello 2012 willkommen heißen. Dies ist das Event, das durch das Gebiet nicht nur den Brunello fördern möchte, sondern auch vor allem Montalcino. Ein Objektiv, was durch ein Begehen des gemeinsamen Weges erreicht wird. Beginnen wir mal an drei Gründe zu denken, weshalb man als Mannschaft zusammenspielen sollte. Ich denke, der Name Brunello ist ein Name, der dank aller Weinbauer von Montalcino existiert. Ich verstehe mich mit allen Nachbarn und auch allen Produzenten. Es können höchstens mal kleine Scharmützel vorkommen, aber nichts Besonderes. Aber vor allem helfen wir uns gegenseitig, besonders wir kleine Produzenten und Nachbarn, denn viele haben mein Alter, wir sind zusammen in die Schule gegangen und haben jetzt zusammen die Welt bereist, mit diesem Namen, der so wichtig ist für uns alle. Ich bin eher der Typ, der sagt, was Sache ist, aber ich verstehe mich gut mit anderen. Es fällt mir nicht schwer, mich mit anderen zu verstehen. Denn wenn alles läuft und viel Produktvielfalt besteht, verkauft jedermann gut. Also gibt es auch kein Problem. Wenn nicht alles so gut läuft, dann kann unfaire Konkurrenz schon mal vorkommen. Wir hoffen dann nur, dass dieser Moment vergeht. Man muss gegenseitig viel Verständnis aufbringen. Und dies ist im Moment nicht unbedingt unsere Tugend, wie auch allgemein nicht. Im Montalcino sollte man kohäsiver zu den anderen Produzenten sein, damit die Fortsetzung, aber vor allem die Unterstützung des Namens Brunello gewährleistet ist. Hier sollte man diplomatisch sein. Ich kann nur sagen, dass unter der Bevölkerung von Montalcino, vor allem unter denen, die in meiner Zone leben, es keine Probleme gibt. Ich bin 1944 geboren und glaube an gewisse Dinge. Und wer an mich glaubt, kommt mir nach. Und wer nicht möchte, der bleibt, wo er ist. Aber deshalb gibt es keinen Streit. Ich erinnere mich, dass ich sogar viele meiner Kunden zu anderen Unternehmen geschickt habe, ohne zu zögern. Und ich würde sogar sagen, dass dies teils unseres Spiels ist. Freundschaft ist die Grundlage für das Gebiet. Und für die Repräsentation des Weines Brunello sowie der Landschaft. Und außerdem gibt es keinen Grund, sich Konkurrenz zu machen, denn wir sind glücklich und es ist nicht nötig, grausam zu werden. Für was denn auch? Wir sind ein Unternehmen, das nie mit den Nachbarn Streit hatte. In den Zeiten der Not sind wir uns immer entgegengekommen. Wir haben uns zum Beispiel gegenseitig Maschinen ausgeliehen und verschiedene Beratungen ausgetauscht. Die guten Gründe sind die Berücksichtigung und das Bewusstsein, dass wir in einem Gebiet leben, das uns alle gleichstellt. Somit gibt es keinen Grund, Streit mit den Produzenten zu haben. Einer ist, dass wir alle zusammen für die Aufwertung des Gebietes verantwortlich sind, Nachbar oder nicht Nachbar. Der zweite ist, dass ein Sprichwort besagt, man sollte mit den Nachbarn auskommen und in Harmonie leben. Nur diese Realität kann Hindernisse und eventuelle Reibungen, die entstehen können, überwinden. Der dritte Grund ist, dass die Erfahrung zeigt, dass es gut ist, das Leben sozial wie möglich zu leben. Man sollte versuchen, vereint zu sein. Somit kann man sich immer helfen. Zwischen mir und meinen Nachbarn gab es immer gegenseitige Hilfe, was Material und Maschinen anbelangt. Man hilft sich einfach. Ich denke, im Leben ist es immer gut, in Frieden mit allen zu leben. Es ist wesentlich, im Einklang mit den Nachbarn zu sein, denn man braucht sie immer. Das ist wie mit dem Stein auf der Straße, denn früh oder spät braucht man diesen Stein. Auch wenn es auf der Straße Tausende gibt, muss es ausgerechnet dieser spezielle sein. Zusammenarbeit und Mitwirkung sind die grundlegende Produktionsphilosophie aller Bauernhöfe. Historisch gesehen ist seit der Gründung unserer Bauernhöfe die Investition und das Beharren in unserem Gebiet ein Grund von großem Interesse, von großer Relevanz. Man sollte am Leben der Weinstraße und Konsortium teilnehmen. Daher der Wille der Zusammenarbeit mit allen Bauernhöfen, die wir als Partner sehen. Diese konkurrieren zwar, aber trotzdem in gutem Sinne sind sie Partner.
Wir haben nur zu lernen und zu wachsen. Daher kann die produktive Zusammenarbeit und Koexistenz sowie konstruktive Kritik für unser Gebiet nur von Nutzen sein. Als erstes, denke ich, ist Respekt sehr wichtig. Dann sollte man gute Beziehungen haben, sowie versuchen, mit den Menschen zusammenzuleben, wie man es gewöhnlich tut. Ich habe keine Nachbarn. Ich bin durch einen Wald von ihnen abgetrennt. Die einzigen Nachbarn, die ich habe, sind Wildschweine und Hirsche. Und mit denen ist es schwieriger zu verhandeln. Ich denke, ich kann mehr als drei nennen. Unterdessen streiten bringt nur Probleme. Ich sehe nicht, warum man streiten sollte. Wir sind nicht viele und auch wenn sich einige beschweren, dass wir zu viele wären. In der Relativität sind wir wenige und in der Relativität produzieren wir auch wenig Wein. Und deshalb ist es besser, solidarisch zu sein und sich zu helfen, anstatt sich zu entzweien. Es ist heute nicht einfach, Brunello gut zu verkaufen. Ebenso ist es nie einfach, ihn gut zu produzieren. Aber dies muss jeder selbst machen. Vor allem für uns kleinere Unternehmen ist die Vermarktung das große Problem. Wir können nur Erfolg haben, wenn wir solidarisch zueinander sind, uns gegenseitig helfen und unterstützen. Sonst ist es für die vielen kleinen Unternehmen nicht möglich, mit dem Aufwand und der Geduld, die man braucht, um auf dem Weltmarkt sich eine Position zu schaffen.